Ich schaue gerade so meine Clips durch. Jeremy macht wieder nur Clips, das finde ich hervorragend. Es ist doch nicht wahr. So, diesmal warten. Manchmal hilft ein bisschen Besonnenheit. Und ein bisschen Ruhe. So, das lief ganz gut. Extra raus aus dem Eck. Juhuhaha. So, hervorragend. Jetzt kommen die Dreiecke wieder. Jawohl. Pion. 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 So, bring it on. Honey, bring it on. Honey, bring it on. Bring it on. Bring it on. Dö-d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 ö
bzz, 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 bzz. Ich bin eine kleine Biene, eine kleine Honigbiene. Naja, da kam ich nicht mehr hoch. Schön. Ja. Jetzt habe ich nicht geschalten. Mit einem Leben ist es jetzt ein bisschen witzfrei eigentlich. Aber schau mal, vielleicht schaffen wir es trotzdem. Ich muss mal gucken, ob ich bei der Säge irgendwie dashen kann. Ich habe keine Ahnung. Nein, Mist. Toll, ich hab's fast geschafft gehabt. Schön. Das Schlimmste, du brauchst für den Boss normalerweise so circa, na, vielleicht 2 Minuten. Naja, jetzt kam er zu nah dran. Jetzt war ich zu nah. Schön. So, na komm. Zack und zack und drunter weg. Und flutschi flutsch. So, okay. Der flattert da raus. Ich... Toll. Jetzt einmal, wenn ich nach unten fallen will, dann geht's nicht. Das ist doch nicht wahr. Arr. Na komm. Ich muss wieder mehr Clips machen. Ja, ich merke schon. Das mit den Clips ist eben ein bisschen eingeschlafen auf Twitch, oder? Das war, irgendwann habt ihr das permanent gemacht und irgendwann dann gar nicht mehr. Oder weniger, sagen wir es mal so. Ja, das hat toll geklappt. Na komm. So. Du kannst auch keinen Double Dash machen, ne? Es geht nicht. Du kannst nur einen einfachen Dash machen, dann reicht manchmal die Entfernung nicht. Na komm. So, haben wir das. Einmal Midlane. So. Ich muss echt ein bisschen konzentrieren jetzt hier, weil sonst bringt das nichts. Also es endet sonst immer in einer Katastrophe. So. Das lief doch schon mal nicht schlecht.
Ja, geil, mit drei Leben durchgekommen. Geil. Jetzt haben wir eigentlich eine echt gute Ausgangslage. Also wenn ich es jetzt vergeige, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich es jetzt verkacke, dann gehört es mir nicht anders. Dann bin ich einfach nur ein Vollnoob. Nein! Ja, ich bin voll Noob. Ja, ach komm, das gibt's nicht! Ich bin ein Vollnoob vor dem Herrn, echt. Da kommst du mit drei Leben durch und dann verlierst du einfach mal alle Leben dann am Ende. Oh, Mann! So. Könntest du sterben. Nein! Genau drauf gesprungen natürlich wieder. So, es müsste in der Mitte kommen, das müsste es nämlich gewesen sein. Genau. So. Okay. Nein, das gibt es genau jetzt. Schießt die das Ding jetzt raus. Das gibt es nicht. Guck dir das an. Die hat doch zwei Lebenspunkte gehabt. Das ist doch nicht wahr. Ah. Das ist doch nicht wahr. Ich hätte B drücken müssen einfach. Ich hätte einfach nur meine Ulti zünden müssen. Dann wäre es gar kein Problem gewesen. Weißt du, ohne Mist, ne? Da wirst du zum Berserker bei sowas. Da wirst du echt, da wirst du echt Gaga am Kopf. Mann, Mann, Mann. Guter Clip, Jeremy. Okay, ich muss mir die Clips danach angucken. Danach denke ich wahrscheinlich um Gottes Willen. Wo kommt die? Nein! Ich wollte nicht springen, weil ich fast damit gerechnet habe, dass die in der Mitte kommt. Dann wäre ich wieder gegen sie gesprungen. Nein! Oh Mann. Wer solche Spiele spielt, der hat kein ausgefülltes Leben. Bei dem läuft definitiv was falsch im Leben, wer solche Spiele spielt. Das kann ich, das ist.
Ja, klar. Ja. Nein, 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 nein. Ich sage dazu jetzt nichts. Das war dämlich. Ich habe die falsche Richtung gedrückt. Also manchmal frage ich mich ja schon, ne? Weil ich meine, ich bin jetzt nicht der beste Gamer, ich bin nicht der beste Spieler. Aber so grundlegende feinmotorische Sachen sollte man eigentlich hinkriegen. So mit Tasten drücken und ausweichen und so. Also, ist zumindest mein Anspruch so ein bisschen. Eigentlich. Ja. Blödes Mistvieh! Nein! Nein! Das war da keine Plattform unter mir. Schön. Oh, wieder ein Lebenspunkt. Geil. Ich finde das mit diesen Fäusten mega fies. Ich möchte es nur kurz betonen. Ah. Alter! Übertreib halt! Du... Wieso sterbe ich eigentlich immer kurz davor? Ich habe immer Angst, wenn ich die Ulti verwende, dass ich sie zu früh zünde. Aber wenn ich sie gar nicht zünde, dann ist es auch doof. Ich muss die Ulti zünden. Das bringt mir nichts. Ich muss diese Unverwundbarkeits-Ulti machen. Weil ansonsten hocke ich in 10.000 Jahren noch. Und das ist Quatsch. Wo kommt sie? Links. Zack. Okay, da hinten. Das geht dann so. Jetzt kommt sie in der Mitte wahrscheinlich. Nee, rechts. Auch gut. Ich finde, wenn sie links und rechts kommt, dann ist es einfacher. Dann kann man sich hier einfach hinstellen. Ja, genau reingedasht. Das ist doch nicht wahr. Man merkt leider nicht, wann sie links oder rechts kommt. Außer vielleicht, wenn das Delay ein bisschen höher ist. So. Wo kommt sie? Okay, schon fertig. Zwei Leben. Allons-y, Alonso! Nein, das gibt es nicht! Wo bin ich? Ich sehe mich nicht! Yes! 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 Stirb! Ja! Boah, Alter! Ah! Gott sei Dank. Gott sei Dank ist sie endlich tot. Vor allem 2 Minuten dauert das Match. Ich habe sogar eine Stunde gebraucht für die, oder?
Kommt, glaube ich, hin. Oh Gott, endlich ist die tot. Mann! Yippie! Soul Contract, Rumor, Honey Bottoms, Devil's Office, you got the Rumor, Honey Bottoms, Soul Contract. Geil. Boah. Alter Schwede, Gott. So, ist wahrscheinlich gleich der nächste Bosskampf hier. Captain Brainbeard in Shooting and Looting. Das wird das nächste Phänomen. Okay. Okay. Ja, okay, das ist noch relativ einfach. Hier ist relativ simpel. Ja. Okay, was kommt jetzt? Was? Okay, die kann ich abschießen. Das ist ganz gut zu wissen. Was? Was? Sag mal. Okay, wir haben komische Tiger, Fische, wir haben Haie und wir haben einen Tintenfisch und wir haben ihn hier. Und Kanonenkugeln. Schön. Was kommt jetzt? Ah, der Oktopus wieder. Oh Gott. Okay, jetzt kommt der Hai wieder. Oh Gott. was passiert? Alter, willst du mich verarschen? Was? Was? Ist ein bisschen übertrieben, finde ich, mit dem Boot. Von dieser Laserstrahl dann. Woran merkt man eigentlich, was ein Laserstrahl macht? Das habe ich gerade nicht so ganz gecheckt. Lädt er sich dann... Ich glaube, der hat sich aufgeladen so ein bisschen, ne? Jetzt kommt die... So, 4 Stück kommen, glaube ich. Genau. Der ist im Verhältnis her, finde ich, irgendwie von den anderen, von den Anfangsstufen, finde ich ihn irgendwie einfacher. So. Ich hebe mir die Ulti, hebe ich mir für das Boot am Ende auf. Also die Unverwundbarkeitsdinger, die hebe ich mir echt fürs Ende auf. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, was kommt jetzt? Ah ja, Meister Tintenfisch. Ah ja, und Kanonenkugeln wieder. Das habe ich übersehen. Nochmal Tintenfisch. Wird langsam langweilig hier. Ah, ich habe schon... Wie fies ist das denn? Du musst auf die Kugeln unten achten und auf die Dinger oben. Ja.
Das ist doch nicht wahr. Du musst von oben achten, von unten achten und noch von links und rechts. Na, eigentlich nur von rechts. Links kommt bloß der Hai, das kriegt man hin. Boah. Kann ich dich eigentlich kaputt machen? Nee. Das Ding, wenn ich kaputt machen könnte, das wäre geil. So. Ich glaube, wenn er so nach oben guckt, dann ist es wurscht, ne? Wenn er nach oben guckt, dann ist er relativ freundlich gesinnt. So jetzt halt. Aber wenn er grimmig guckt, dann ist er wieder aufgeladen. Dann fällt er wieder runter, dann, wenn er drunter läuft. Ach, den kann ich auch kaputt schießen. Das wusste ich gar nicht. Ja, logisch, man kann eigentlich alles kaputt schießen in dem Spiel. Ja, ist gut zu wissen. So, was kommt jetzt? Der Hai kommt. So, ciao. Das muss ich wieder aufpassen, weil irgendwann fängt das Boot nämlich das Schießen an. Das ist auf Stufe 2 nämlich dann. Man sieht leider nicht, wann die Stufe kommt. Was ist jetzt? Ach so. Die Dinge hier wieder. So, eine müsste noch kommen. Das war's, glaube ich. Ja. So, wann fängt das Boot das Schießen jetzt an? Jetzt fängt das Schießen an. Okay. Oh, Mist. Ich habe bei dem Spiel echt ein Problem, weil ich das nicht... Ich schaff das nicht so ganz. Diese Koordination von hier, links, rechts, oben, unten, Mitte, rechts, das ist echt schwierig. Oh Gott. Ist jetzt mal Schluss. Ja, komm. Ja, toll. Darauf springen darf man auch nicht auf den. Oh. Multitasking, voll hippies Ding. Das Schlimme ist, Multitasking ist gar kein großes... Ist nicht, Multitasking kann ich eigentlich, aber du hast halt hier 5 Sachen, auf die du parallel achten musst. Das ist echt schwierig. Das ist echt nicht so einfach. So. Also kannst du es doch nicht. Kokoro, ich hasse dich. So. Brrrr. Brrrr. Ciao. Das Fiese ist halt, du kannst den halt nicht so wirklich treffen. Du musst dann nicht mehr springen. Eingeschränkt und erschränktes Sichtfeld finde ich... Finde ich super. Stehe ich total drauf. Gut. Ja, jetzt kommt der Hai. Sensationell. Oh Gott. Nein! Jetzt bin ich aufs dagegen gesprungen, gegen das andere Dingens. Nein, Mist! Oh Gott. Das ist echt mega anstrengend.
ich kann halt auch, das ist halt auch das Problem, ich kann halt auch nicht, keine Ahnung, von Cuphead so 6 Stunden am Stück aufnehmen, weil da werde ich wahnsinnig. Also ich kann das nicht 6 Stunden am Stück spielen zum Beispiel. Sondern ich schaff's immer bloß 1-2 Stunden maximal, weil ansonsten werde ich kirre. Das macht mich fertig. So, ich würde gerne irgendwie. Wie kann ich den denn am besten treffen? Ich will dieses Einzelding, zwar brauche ich ja ewig und 3 Tage, also muss ich es ja so machen. Dass ich mich da so hinstelle. Aber wenn der halt immer mit seinem Geschoss kommt, mich abballert, dann wird es halt nix. Ah, Gott sei Dank. Na komm. Okay, wir haben Stufe 2 erreicht, das ist schon mal gut. So, was kommt jetzt? Die schon wieder. Lass mir was Neues einfallen. Das mit dem Dunkelwerden ist echt ein bisschen nervig. Wow. Mist. Okay, jetzt haben wir das. Okay, der lädt sich dann so auf. Ach, jetzt, ich muss das Zäpfchen abschießen. Ach so. Oh Gott. Ich hab's erst 2-mal dahin geschafft. Ich dachte, ich kann das Ding ins, irgendwie abknallen, den Mund, aber ich muss das Zäpfchen hinten treffen. Na komm, ciao. Na komm, jetzt weg mit euch. So, der arme Tintenfisch, den er hier gerade so massakriert, als Geschoss benutzt. Das Schlimme ist, wir haben jetzt so penetrant draufgeschossen, wir sind jetzt erst bei Stufe 2. So. Oh Gott. Wow. Was kommt jetzt? Toll! I didn't expect that. Jetzt kommt der Hai, oder? Ja. Nein, ich wollte noch weg. Mann. Also ihr könnt mir spaßeshalber mal Feedback geben, wie das eigentlich so ist beim Zuschauen. Hashtag ultimative Fähigkeit. Ja, müsste ich ausprobieren dann.
Yes, geschafft! Oh, Gott sei Dank. Alter, Gott sei Dank. So. Ich finde dieses Unverwundbarkeitsding finde ich total geil. Ist genau mein Ding. So, was gibt's? Eine Note C. Naja, bin ich zufrieden mit. Danke, Jeremy, für die Erinnerung an die ultimative Fähigkeit. Vor allem kannst du ja mit dem Strahl kannst du noch draufballern dann. Finde ich gut. So, Soul Contract, Captain Brinybeard. You got the Captain Brinybeard Soul Contract. Geil.